Gerbsäure. Gerbsäure wird auch bezeichnet als Acidum tannicum oder auch als Tannine. Gerbsäure ist ein Derivat der Gallussäure. Gerbsäure findet man zum Beispiel in Galläpfeln oder auch in der Eichenrinde und grünem Tee. Gerbsäure reagiert im Dünndarm mit der Schleimhaut und wird so in den unteren Darmabschnitten unwirksam. Gerbstoffe haben also etwas zu tun mit Gerbsäure. In früheren Zeiten wurden für die Gerbung von Tierhäuten für Leder die Eichenrinde verwendet und deshalb werden diese Stoffe als Gerbstoffe verwendet. Und wenn es eben eine Säure war, dann ist es die Gerbsäure. Die Gerbsäure ist also ein wichtiger Bestandteil von manchen Pflanzenstoffen und Gerbsäure soll auch hilfreich sein in gewissem Maße für die Gesundheit. Gerbsäure gibt es bis zu 12% Anteil im Tee. Gerbsäure hat eine beruhigende Wirkung und die Gerbsäurebestandteile lösen sich beim Teeaufguss nach 4 bis 5 Minuten auf. Und so kann man überlegen, will man vor 4 bis 5 Minuten den Tee trinken oder nachher, dann gibt es nämlich unterschiedliche Wirkungen.